willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr schon im Titel sehen könnt, gucken wir uns heute ein paar Rätselvideos an und gucken mal, wie viele von diesen Rätseln wir lösen können. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ist unnötig. Unnötig. Ah, okay. Du nimmst an einem Wettlauf teil und überholst den Letzten. Auf welchem Platz bist du denn? Man kann den Letzten nicht überholen, weil er ja der Letzte ist. Man kann ihn nur überrunden, indem man dann schneller ist und ihn halt überrundet. Hä? Du kannst den Letzten nicht überholen, das funktioniert nicht. Der Letzte kann nicht überholt werden, nur über... Oh ja, hab ich gesagt. Okay. Zwei Eisenkugeln wiegen zusammen 110 Kilo. Die große wiegt 100 Kilo mehr. Was wiegt die große? Wenn die zusammen 110 Kilo wiegen und die große 100 Kilo mehr wiegt. Eigentlich würde die große dann ja 100 Kilo wiegen, aber sie wiegt ja 100 Kilo mehr. Also macht es ja keinen Sinn, wenn sie nur 100 Kilo... Ich würde sagen, die wiegt 105 Kilo. Ja, 105. Heißt es das Eidotter oder der Eidotter? Ist nichts von beiden, weil der Eidotter gelb ist und nicht weiß. Weder noch, denn der... Ja, eben, habe ich ja gesagt. Auf welche Stadt trifft man als erstes, wenn man vom Nordpol immer andere... Was weiß ich? Ich kenne mich mit so, sowas nicht... Ah, auf keine, weil der Nordpol... Pol ist im Norden? Kann es sein? Vom Nordpol? Scheiße. Aber eigentlich gilt es, weil ich hatte ja sowas ähnliches. Ja, egal. Wie heißt die Hauptstadt der USA? New York oder York? Nichts von beiden, weil ich glaube, die Hauptstadt der USA ist nicht New York. Wusste es. Ja oder nein? Verliebt schreibt man von... Ah, das kenne ich. Ja, das kenne ich nur mit Stuttgart schreibt man mit 4T und hinten mit H. Das ist richtig. Es war schlecht, ich kenne es schon. Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg? Ja, immer noch der Mount Everest. Weil, nur weil er nicht entdeckt wurde, war es ja trotzdem der höchste Berg. Dieser Sinn dahinter. Boah, wie viele Fragen hat er? Ja, okay, wenn wir dieses eine dazu nehmen, aus Sozialität, dann hatte ich alle 7. Lass das nochmal. Alles klar, 21 Minuten, das machen wir nicht. Tschüss. Okay, ich habe jetzt noch ein Video gefunden, und zwar 7 harte Rätsel, die trotzdem einfach sind. Braucht man dafür Ton? Wer hört alles und sagt nichts? Ein Vogel, Gott, die Luft, hä? Das Ohr, wetten das Ohr. Hast du schon die Lösung im Kopf? Ja. Beziehungsweise am Kopf. Solange du mindestens. Boah, ich wusste es. Kennst du die Lösung? Nummer 6. Was kann unter freiem Himmel von der Sonne nicht beschienen werden? Was kann unter freiem Himmel von der Sonne nicht beschienen werden? Das auch. Wir können... Hä? Nicht. Und die Antwort lautet, ein Schatten. Nee. Die meisten haben es wahrscheinlich noch rausbekommen. Da hätte man halt echt drauf kommen können. In einem Bus befinden sich 16 Fahrgäste. An einer Haltestelle steigen 6 davon aus und 4 neue... 16, 6 steigen aus, 4 steigen ein, dann sind wir bei 14. Wie viele Personen sind jetzt im Bus? 14. 15 Fahrgäste und ein Busfahrer. Den darf
darf man natürlich nicht vergessen. Scheiße, das kenne ich sogar. Sitzen in einem Wirtshaus und trinken was. Was, ich habe den Anfang nicht gehört. Sitzen in einem Wirtshaus und trinken was, was sie nicht haben. Und hätten sie es, würden sie es nicht trinken. Wer sind die Männer und was trinken sie? Kellner und Geschirrwasser? Es scheint zwar sehr schwer zu sein, ist es aber gar nicht. Okay, so langsam steigt euch das Blut wahrscheinlich schon bis zum Kopf, denn die Antwort lautet, die beiden Männer sind Vampire und sie trinken natürlich Blut. Ne. Nummer 3. Gegeben sind 9 Punkte, die in einem Quadrat angeordnet sind. Das Ziel ist es, alle Punkte mit nur 4 Strichen zu verbinden und dabei nicht den Stift abzusetzen. Auch hier gibt es einen kleinen Tipp. Beschränkt euch nicht nur auf die 9 vorhandenen Punkte als mögliche Fläche für die Striche. Was? Hä? Oh, man kann das... Ist es Haus 1, 2, 3, 4, 5... Nein, scheiße. Hab keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es so unfassbar leicht. Man könnte diese Rechnung umdrehen, sodass die 5, also einfach die 5 mit der 4 vertauschen, weil 5 minus 1 es sind ja 4. Und eine Weile darüber nach. Als Tipp, schaue dir ein ganz normales Blatt an. Na, drauf gekommen? Die Lösung hier. Ein Blatt besitzt 4 Ecken. Knickt man nun eine beliebige Ecke um, erhält man somit 2 neue Ecken. Daraus lässt sich schließen, dass ich fand das erste Video cooler. Da konnte ich wenigstens was. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Ein Rätsel mit ganz gewöhnlichen Streichhölzern. Schaffst du es mit nur 6 Streichhölzern, die Zahl 30 darzustellen? Also ich weiß nicht, ob ihr Katja noch kennt, aber ich habe mit ihr mal so ein scheiß Streichholzrätsel gemacht. Ich bin eskaliert und sie hat einen Lachflash gekriegt. Nehme dir am besten ein wenig Zeit dafür. Man könnte diese dämlichen Streichhölzer durchbrechen. Also, stellt die Zeit 30 einfach in römischen Zahlen dar. Das X steht für die 10 und für ein X benötigst du nur 2 Streichhölzer. Da du 6 Streichhölzer zur Verfügung hast, kannst du 3 Xe darstellen. Und 3 mal 10 ist ja bekanntlich 30. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Wenn euch das... Ja, okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Rätsel ihr geschafft habt und was ihr noch für Videos sehen wollt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr meinen Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!